Heidi, nur weil du die Erste auf der Weltrangliste, wer am häufigsten gebumst hat, bist, musst du doch hier nicht auch gleich die Erste sein. Warte. Was hast du gerade gesagt? Wie kommst du auf so einen Scheiß? Ja, du nicht mal einen Freund oder sonst was? Das ist Knastregel Nummer 1, fang niemals was mit einem Fuckboy an. Stanley, was? Wie hast du mich genannt? Ein Fuck. Wie hast du mich genannt? Hä? Du sagst, dass du ein Fuckboy bist. Ich weiß doch ganz genau, dass es nicht stimmt. Ja, du bist selbst schuld. Warum bin ich denn selbst schuld? Trinkst du denn schon ohne uns? Die Party beginnt doch jetzt erst. Ich hab... Sorry. Ja, ist alles okay? Ja, also keine Ahnung. Ich dachte, es wird ein gemeinsamer Abend und jetzt sind Lil und Stanley einfach hochgegangen. Ja, warum? Keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie gut ihr Stanley kennt, aber so wie ich ihn kennengelernt habe, glaube ich, weiß ich, warum die oben sind. Die beiden. Junge Mädchen, Stanley, Nena. Also... Oh. Als ob. Denk schon. Na gut, wollen wir Flaschen drehen spielen, um die Stimmung hier ein bisschen aufzulockern? Ja, ich habe auch schon eine Idee. Okay. Ja, Leute, ich habe eine Idee. Wir können das so spielen, dass auf den die Flasche zeigt, derjenige darf sie ausrufen, wen er küsst. Okay. Ja, gut. Okay. Ja, gut. Dann wer cool. Fängt an? Ja, wer muss drehen? Ich? Mhm. Klar. Oh, krass. Auf mich selbst. Auf mich selber. Okay. Ich wähle Carina. Gibt das jetzt wohl einen Kuss? Ja. Wer dreht jetzt? Also wer dreht dann danach? Ich würde sagen, der nächste ist dran, oder? Dann such dir doch einfach jemand anderen aus, den du küsst. Dann nehme ich Julia. Lass uns doch einfach weiterspielen. Oder? Okay. Jojo, weißt du was? Komm mal kurz mit raus, Jojo. Komm mal mit. Ich sag dir was. Komm mal. Ja, komm mal kurz mit raus. Komm. Ich sag dir was. Das war wirklich schade. Dabei wollte ich doch auch endlich mal küssen. Bisher habe ich nur Mr. Grumble geküsst. Das ist mein Stoffhase. Oh, Mr. Grumble. Hoppel, hoppel, hopp. Oh, Mr. Grumble. Hoppel, hoppel, hopp. Oh, Mr. Grumble. Hoppel, hoppel, hopp. Jojo ist echt ein armes Würstchen. Aber ich habe hier was für ihn, was ihm auf jeden Fall helfen wird. So, ich bin wieder da. Aber es ist gemütlich hier, oder? Ja, es war gemütlich. Bisschen kalt, aber... Ja, das stimmt. Und wie gefällt es euch bisher? Ich finde die Klassenfahrt bisher total cool. Bis auf, dass die Kameramänner immer dabei sind. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, dass der Kameramann gerade keine Hose an hat. Ja, ignoriere die einfach. Okay. Die sind halt einfach dabei. Und Madison, wie gefällt es dir bisher? Okay, es ist auf jeden Fall ein Anfang. Ach, Frau Kalbsfleisch, ich wollte noch fragen, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Lehrerin zu werden? Ich würde sagen, wir verschieben das einfach auf morgen, das Gespräch, und gehen jetzt einfach schlafen. Es ist auch schon spät und ich glaube, wir sind alle müde. Okay. So. Gute Nacht. Wie ich Lehrerin geworden bin? Und dafür holt ihr mich nachts aus dem Zelt? Das geht sie überhaupt nichts an und ich... Also, gute Nacht. Also nochmal, Jojo, das ist der M96-Party-Duft. Der ist genau für solche Situationen gemacht, okay? Mhm. Du musst dich einfach nur damit einsprühen und die Mädels werden komplett auf dich stehen. Komplett. Okay. Ja. Schön. Sehr gut. Okay. Ja. Danke, McLarry. Okay, ja. Viel Erfolg, mein Sohn. Let's go. Hey.
Ihr habt eine krasse Ausstrahlung. Und ich feiere euren Style. Oh, Jojo. Ich wusste das. So gut. Oh mein Gott. Die riechen dich, Jojo, die riechen dich. Oh, Mr. Grumble. Scheiße. Hey, oh, oh, Mr. Oh. Ihr seht echt gut so aus. Gut, oh mein Gott. Jojo. Oh. Was ist passiert? Alter, was ist los mit dir? Pack mal den Joint weg, Mann. Du rauchst viel zu viel, Alter. Du rauchst doch mehr als ich. Was laberst du? Ich rauch doch nicht mehr als du. Du bist durchgehend am Kippen. Atme mir nicht in den Nacken, Alter. Alter, what the fuck? Ist das dein Schwanz, Sieke? Pack deinen Schwanz wieder an. What the fuck? Das ist nicht mein Schwanz. Was für ein Schwanz ist das hier? Ich war mir mit einer im Bett, ne? Die war auf mir drauf und die hat jedes Mal, wenn sie gekommen ist, hat sie genießt. Hattet ihr sowas schon mal? Einmal genießt, einmal Niesanfall gehabt. Ein multiple Niesanfall gehabt. Du hast gerade nochmal einen durchgedübelt hier, ne? Nein. Aber jetzt mal Thema beiseite. Ich schwöre, ich war noch nie verliebt, Jungs. Noch nie. Ich möchte aber auch wirklich für immer Single bleiben. Es ist einfach, keine Ahnung. Wie alt bist du nochmal? Naja, 18, weißt du doch. Und du warst noch nie verliebt? Nein. Auch nicht so mit 14 oder so? Gar nichts, null. So in deine Lehrerin oder irgendwie so? Nein, ich mein Verknaller, nein, wirklich nicht. Ich will für immer Single sein. Das Fuckboy-Leben ist das beste Leben. Das Fuckboy-Leben ist das beste Leben? Ey, ich hatte letztens so einen richtig, richtig interessanten Traum, ne? Und zwar, ich bin ja mit der Julia schon ein bisschen länger, wisst ihr und so. Und dann habe ich so geträumt, so wie sie sich an andere Jungs ranmacht und fuck, das hat mich irgendwie so richtig, nein, das hat mich angemacht, weißt du, ich hab's richtig gefeiert und dann bin ich genau dann wach geworden und ich dachte mir so, oh fuck man, warum bist du jetzt wach geworden? Das war so mit einer Latte oder was? Hast du so hart geworden? Was? Ich hab das Gefühl, meine Schwester steht auf mich. Ja, die kann ja, kein Scheiß! Ey, kein Scheiß! Ja, ey, deine klar, Schwester? Nicht. Natürlich, ey, die macht immer so komische Andeutungen. Kennt ihr das nicht? Incest-Ghost. Ja, Incest, ich wollte es gerade sagen, Mann. Heftig, ach, wirklich so, Mann. Aber ganz ehrlich, lenk mal nicht ab. Warum bist denn du Single hier? Hä, was fragst du? Was lenkst du ab? Stehst du auf mich oder was? Also, wenn, er steht auf dich, wenn schon, ja. Er steht auf dich, wenn ich dich anschaue. Ach, guck mal, wie du hier. Ey, jetzt mal gut. Ihr geht mal weg hier mit euren Kameras. Ja, Mann. Jetzt reicht. Nö, kenne ich nicht. Gefühle sind komplett sinnlos. Ich meine, im Endeffekt kann dir ein Mädchen nicht das geben, was dir 10 verschiedene Mädchen geben können. Und im Endeffekt sind wir sowieso allein auf der Welt. Hey, was ist denn los? Nee, ich möchte eigentlich gar nicht drüber reden. Können wir einfach aufhören? Können wir einfach hochgehen? Was hat der Typ gemacht? Das ist so ein Spast. Mann, du hattest recht. Stanley ist einfach ein Fuckboy. Und er hat das voll ausgenutzt. Er hat mich entgeprankt. Komm hier hoch, schlag ihm eins auf die Fresse! Ich hasse Stanley! Du hast schlag ihm eins auf die Fresse, doch hast richtig! Du hast Parfüm genommen, hör auf, Jojo. Ganz ruhig. Für mich so benutzt. Man hat doch bestimmt einfach nur Minderwertigkeitskomplexe und macht dir da nichts draus. Ja. Dieser Wichser. Ey, weißt du, du wolltest den Abend machen für die Gemeinschaft, du hast für uns extra schon die Aufgaben erledigt, also soll das nicht alles umsonst gewesen sein. Vielleicht machen wir jetzt einfach noch ein bisschen Party, der Abend ist noch jung. Okay? Okay. Ist nur ein scheiß Prank. Ist doch egal. Okay. Dankeschön. Gruppenumarmung, Gruppenumarmung. Okay. Sometimes I might be a bit selfish. When you wait too humble. Might be overzealous. Alter, ist der Prank gut geworden. Ich meine, viel zu krass, aber man muss halt heutzutage irgendwas Krasses machen, um Klicks zu kriegen. Oh, hast du so viele Klicks auf YouTube kriegen? Ich lade das direkt hoch. Fuck, der Akku ist leer. Ich muss wieder das direkt hochladen. Fleiß Laptop steht offen und unentsperrt da. Wer lässt sein Laptop unentsperrt rumstehen? Was bringt
privat? Wer nennt einen Ordner privat? Wie auffällig. Was? Nein! Alter, wenn ihr wisst, was ich gerade auf dem Laptop von Fly gefunden habe. Ich habe das Video auf mein Handy gezogen. Das würde nie jemand von... Ich muss das direkt jedem zeigen. Ich muss... Gerade sind noch alle mega sauer auf mich wegen dem Prank wahrscheinlich. Aber man muss halt auch irgendwas machen, um Klicks zu kriegen. So, in der heutigen Gesellschaft, sonst kriegt man halt einfach keine Klicks mehr im Internet. Fuck. Ja, ich zeig's denen morgen. Ja, morgens wieder alles cool. Ich zeig denen das morgen. Das Video ist zu krass. Hey, was machst du da? Wir gehen schon, weil ihr noch schlaft. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, ich brauche keine Hilfe von dir. Ich kann das selber. Entschuldigung, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen Kacke gelabert habe. Ich war so ein bisschen einfach komisch drauf, ein bisschen frustriert. So. Warum erzählst du denn immer so einen Scheiß? Keine Ahnung, es ist alles irgendwie seit dem Abend im Club. Ja. Ich verstehe es einfach nicht, warum du mich hast abblitzen lassen. Deswegen bin ich einfach die ganze Zeit so... Ich wollte nicht, weil du so ein Fuckboy bist. Ganz einfach. Nein, ich bin gar kein Fuckboy. Eigentlich hatte ich mit noch gar keinem Mädchen was. Aber egal, ich höre jetzt mal die Jungs. Die Füllung ist immer das Beste. Das sieht voll lecker aus. Hey, Leute. Ich habe das peinlichste Video auf diesem ganzen Planeten gefunden. Von Fly, wartet. Oh mein Gott. Oh. Gott, das gibt es ja nicht. Ich hätte nie gedacht, dass Fly singen kann. Und dann auch noch ein Liebes... ein Liebeslied. Oh mein Gott, ich dachte wirklich, dass die sich hassen. Das Video ist bestimmt eigentlich top secret. Stanley hat sich verhalten wie ein richtiger Geheimagent. Mein Lieblings-FBI-Agent ist Harry Potter. Und meine Eltern. Schön, dass ihr alle dabei wart. Das war ein sehr schöner Idee. Ausflug. Auf jeden Fall. Das sind die anderen. Morgen kommt Promiflash. Hallo! Wieder zurück! Fly! Du hast dein Laptop in Sperr stehen gelassen. Weißt du, was ich gefunden habe? Ich glaube, ich empfinde irgendwie mehr für dich als für einen Bruder. Aber wenn es dir so nicht passt, dann passt es vielleicht einfach nicht mehr. Ich will das halt einfach alles nicht.